Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von Xion. Jo, ich wollte mal wieder ein bisschen mitnehmen, denn ich bin gerade ein bisschen am Bauen. War an Scavenging-Tour und habe da einige Nägel aufgegriffen. Und dementsprechend baue ich mir jetzt ein bisschen Zaun hierher. Ja, okay, was heißt Zaun? Also, halt so eine Lockwall. Spiked Lockwall. So. Ja, dazu will ich mir gerade ein bisschen Holz in der Nähe verschaffen. Ich habe zwar einiges an Holz, aber das benötige ich dann, wenn ich mit dem Zaun da hinten rumgehe. Deswegen werde ich jetzt erstmal den Baum hier niedermachen. Habe ich mir schon ein paar. Oh, hier gibt es noch mehr Cones. Ja, komm, dann nehmen wir uns noch eine Handvoll von den Tannenzapfen mit. Da wir ja auch wieder nachforsten müssen. Sonst geht uns ja irgendwann das Holz mal aus. Und ja, was wollte ich noch sagen? Es kam ein neuer Patch raus, beziehungsweise ein kleines Update, was das Crafting betrifft. Die haben die ganze Sache jetzt ein bisschen schwieriger gestaltet. Sobald ich hier die Cones eingesammelt habe, zeige ich euch mal, was ich damit meine. Hatte ich eigentlich vor, mir jetzt schöne Klamotten zu machen mit Tailoring, denn die Pins habe ich mir ja nun erstellt. Und jetzt wollte ich die Klamotten machen und es ging nicht. Aus Grund dessen, weil jetzt ein gewisses Skill-Level verlangt wird. Schauen wir mal von hier oben, die Standardmaterialien braucht man hier zum Beispiel dieses Braided Rope. Brauche ich einen Tailoring-Skill von 15. Falscher Button. Schauen wir mal hier, wo sind wir denn hier? 17 habe ich, also den könnte ich machen. Die Scraps, die brauchen bloß einen 5er Skill, den hat man ja von Anfang an. Auch 5er Skill, auch 5er Skill. 15er Skill. Und ja, da wird es schon schwierig, wenn man das am Anfang mal gerne machen möchte. Nee, da muss man sich erst hochskillen. Ja? Und jetzt wollte ich mir hier diese Mugavlu Blub Klamotten machen und ich brauche eine Skill von 50. Das heißt, oh mein Gott. Na, bin ich noch ein bisschen vor mir. Also die ganze Sache jetzt ein bisschen schwieriger gestaltet, ne? So, entsprechend möchte ich jetzt erstmal hier den Baum niedermachen. Und man sieht auch schon ein bisschen an den Bodentexturen, es ist Herbst geworden. Es ist Herbst geworden. Wir haben den 1. Juni und es ist Herbst. Oder Hochsommer. Weil die Sonne, ich denke, das steht für Hochsommer. 8 Grad, schön. Geht. So richtig warm wird es hier irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Das letzte Mal, als ich noch da war, war hier noch schön Frühling, war alles noch richtig geil, grün. Jetzt geht schon wieder langsam ins Bräunliche über. So, jetzt mache ich mal den Baum hier nieder. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe hier vorne, da hier vorne, vor meinem Tor, habe ich einen Baum gefällt und bin dann aber fälschlicherweise auf Chop Small gekommen. Verdammt. Was eine Verschwendung. So, jetzt robben wir den hier erstmal nieder, dass wir ein paar große Stämme haben. So, wie viele Stämme haben wir denn da jetzt hier? Da haben wir 4, 7, 9. Oh, haben wir genau 10 Stämme. Gut, dann bleibt hier kein Rest. Dann schnappen wir uns jetzt die Stämme. Hallo? Schnappen wir uns die Stämme. Und schleppen die Stück für Stück zu dem geplanten Zaun. So, Open Project. Das ist immer so ein bisschen das Nervliche, das Hinhergerenne, aber ja, mein Gott, so ist das halt. Die Materialien müssen ja irgendwie rangeschafft werden. Einfacher wäre es natürlich, wenn man so einen Handkarren hätte. Ich glaube, da kann man sich ein paar mehr Baumstämme reinfropfen. Ich weiß gar nicht, mit welchen Handkarren mal wie viel. Mit den simpelsten Handkarren kann man, glaube ich, 5 schwere Gegenstände mitschleppen. Das heißt, entweder 5 Baumstämme oder 5 volle von diesen Storage Bins. Und ja, so eine Handkarren sind halt recht praktisch. Aber ich weiß gar nicht, kann man die durch die Gegend ziehen? Ja, nein, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zumindest noch nie jemand mit so einem Ding rumlaufen sehen. Saint Bob hat es ja mal vorgestellt, die Handkarren. Und die da so ein bisschen aus Bones gebastelt werden. Das sind dann die größten. Lass mich lügen. Ich dachte, dass man da 20 Slots hat. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich denke, 20 waren es auf jeden Fall, wenn dann höchstens noch ein bisschen mehr. So, Stück für Stück holen wir jetzt die Baumstämme zu unserer Spiked Log Wall. So, hopp. Ja, Sinn und Zweck war es ja eigentlich, dass ich mir mal einmal bloß baue, um halt ein paar mehr Sachen zu bekommen, dass ich mir vielleicht mal irgendein Zelt oder so bauen kann, dass es vielleicht dann doch mal ein bisschen wohnlicher wird. Aber so wie es aussieht, muss ich wohl erst mit den Zaun drumherum ziehen, damit ich hier mir genügend erlernen kann. Jetzt könnte ich mir natürlich noch ein paar Gates bauen. Oder was könnte ich denn zum Beispiel noch machen in Sachen Architektur? Wie sieht denn überhaupt mein Architekturlevel aus? Ja, auf 7. Ja, die Dinger, die kann ich machen. Die Spike Wall kann ich machen. Lockgate. Ah, guck, 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 guck. Jetzt ist nämlich schon Lockgate auf Skill 50. Alter, Skill 50 für ein lummisches Lockgate. Mit bloß gut ist, dass ich es vorher schon mal gebaut habe. Da, die Rampe, Skill 70. Finde ich eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben. Komischerweise hier dieses Granitcorner Skill 0. Aber ich denke, das liegt daran, weil ich das per Blueprint erlernt habe, den ich da auf dem Schrott gefunden habe. Und genauso habe ich auch irgendwas in Sachen Tailoring, so ein Blueprint gefunden. Und den kann ich aber nicht erlernen, weil meine Tailoring-Skillliste schon voll ist. Können wir mal reinschauen. Tailoring hier, 61 von 61. Mehr kann ich nicht lernen. Wenn ich da was Neues lernen will, muss ich irgendwas anlernen. Aber bevor ich hier irgendwas anlerne, muss ich dann erstmal gucken, wie und was. Ich meine, ich kann ja den Blueprint einfach aufheben. Ist ja nicht so, dass der vergammelt oder schlecht wird oder irgendein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Ein MHD. So. Schleppen wir die paar Baumstämme jetzt noch hierher. So, dass wir nun endlich mal wieder was erschaffen können. Zweimal noch. Und dann ist das geschafft. Dann haben wir wieder ein Wand. Ein Wand, genau. Ein Wand. Eine Wand mehr. So, und ich freue mich überhaupt gar nicht, dass es im Spiel dann in den nächsten Tagen auch schon wieder Winter wird. Ist ja nun im Real Life eigentlich genügend Winter. Es ist kalt, es ist weiß und ich mag das überhaupt nicht. Zumindest sind die Straßen frei, das ist die Hauptsache. Da kann eigentlich wegen mir Meter hoch der Schnee liegen. Solange die Straßen frei sind, ist mir das ziemlich wurscht. So, Open Project. Den Baumstamm da reingeklingelt. So, jetzt brauchen wir noch unser Werkzeug. Hier, Hammer, Säge, Bild. Jetzt bauen wir uns die nächste Logwall. Bringt ja fast gar nichts, irgendwas Neues zu. Aber es ging gleich um 0,2 Punkte höher, das Skill, ne? Deswegen ist das schon mal gar nicht so schlecht. Aber was das Gute ist, jetzt da die hier anzeigen, von wegen, ihr mir braucht Skill 50, bei den Klamotten gehe ich mal davon aus, dass umso höher das Skill, umso besser vielleicht die Klamotten, hä? Die Möglichkeit besteht. So, was können wir jetzt noch machen? Ich habe euch jetzt mal ein bisschen auf Bau mitgenommen. Auf Bau. Können wir mal eine kleine Bestandsaufnahme machen? Was haben wir denn so alles gesammelt? Weil ich bin jetzt ja öfters mal am Scavengen. Weil das einfach irgendwie effektiver. Na, okay, was heißt effektiver? Man findet halt die besseren Sachen. Wenn man jetzt Kleinigkeiten finden möchte, wie die, zum Beispiel die Gürtelschnallen, die Bugles, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, dann sollte man vielleicht doch nochmal suchen. Ja, okay, Steine war jetzt die letzte Zeit nicht so interessant. Plastik habe ich ein bisschen gefunden. Da hier so ein paar Boards. The Lord of the Board. Da, Lord of the Board könnte ich im Metall, in der Metallkategorie machen. Ja, ein paar Samen, ein paar Blümchen. Ich heb die Blümchen einfach mal alle auf, weil ich nicht weiß, was man damit anstellen kann. Gras, Gras ist interessant. Money. Ja, okay, der Behälter, der erfüllt jetzt langsam sicher nicht mehr ganz so seinen Zweck. Das Einzige, was wir hier an Money haben, das sind die drei Dinger. Da habe ich auch wieder einige gefunden von diesen Bierterps. Dann haben wir hier Scrappers, Leather Roll. Kann ich nicht erlernen, muss ich in den Rucksack tun. Dann haben wir hier
Freel Kneebands, dann Freel Kneebands nochmal. Warum tue ich das nicht stacken? Ich heb's einfach auf, man weiß ja nie, vielleicht kann ich damit irgendwann mal handeln oder so. Und dann hier das Mugavlu Armbands. Warte mal, das kann ich doch schon, oder? Hält zu. Mugavlu Armbands. Ne, freilich, haben wir sie doch. Warum soll ich denn erlernen? Ja, dann haben wir hier noch ein Knife Blade und Metal Handle und ja, und ein paar Knochen. Die habe ich auch mal irgendwo beim Scavengen gefunden. Und was können wir noch schauen? Genau, kommen wir mal zu den Metallen. Weil ich entwickle mich langsam zum Heavy Metaller. Mal hier oben eins nach dem anderen. Hallo. Alter, sind wir jetzt wieder ein bisschen langsam, ja? Ja, und auch hier in diese Metalboards gut aufgestockt. 12 von diesen langen Iron Boards. 6 von dem Medium Aluminium und so. Jede Menge von den Bolts und von den Screws. Nägel muss ich jetzt erstmal wieder neue suchen. Ich denke am ehesten Steel oder Aluminium. Dann habe ich hier Metal Post Medium. Sau schwer die Scheiße. Von den 4 Dingern war ich noch ratzeputz voll fast. Fast. Ja. Ich würde sagen, gut, gehen wir mal ein bisschen scavengen, solange die Aufnahme noch läuft. Sind noch ein paar Minuten. Also, ich habe auch die ganze Zeit mal versucht, was zu fressen zu finden, aber ne, kannst du knicken. Müsste mir mal eine Angel bauen. Hier, das sind die Überreste einer Weide. Also Weiden anpflanzen, um Holz rauszugewinnen, ist jetzt nicht so effektiv. Das haben wir ja aber gewusst. Diese Birken oder diese Aspen habe ich auch ein kleines Stapelchen da vorne. Die sind auch nicht so effektiv, kommen auch bloß 2 Stämme dabei raus. Meine Angel, die wurde mir genommen von so einem kleinen, arroganten Eli-Tribe-Angehörigen. Müsste ich mal gucken, was brauche ich denn überhaupt, um eine neue zu machen? Gehört das zu Toolcraft? Ich denke, das gehört zu Toolcraft. So, machen wir hier auf dann gleich. Das können wir mal zumachen. Werde jetzt eigentlich auch... Ach so, ja, stimmt, ja, die habe ich ja gefunden. Ja, was heißt gefunden? Da zusammengesammelt, bevor ich den Baum niedergemacht habe. So. What? Short Metal Post. Also sind auch irgendwelche Pfosten. Boah, lecko mio, dann bin ich schon wieder fast voll. Dann kann ich auch gleich wieder zurückgehen. Und den Mist abladen. Da macht das gar nicht so viel Sinn, jetzt hier noch so lange rumzurennen. Spider-Man Jump. So, jetzt habe ich auch endlich mal angefangen, den ersten Part hochzuladen. Hier vom Full Account Let's Play. Wurde ja auch langsam mal Zeit, wenn ich bedenke. Ich habe den ersten Part hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wie viel der das jetzt ist. Wir haben es auf jeden Fall den 7.12. Ich habe gesagt Open. Den 7.12. haben wir jetzt da. Oder können wir ja mal gucken. Ja, wie immer natürlich, wenn sich überhaupt irgendeiner das Video bis zum Schluss anguckt. Wie groß die Differenz ist. Money, Flower und Asas, genau. Hier habe ich das drin. Okay, dann tue ich jetzt erstmal Extracten. Dann haben wir da nicht noch mehr Unterkategorien. Extracten. Und geht gerade wieder alles um. Bisschen langsam, so ein bisschen. So, ich möchte euch dann aber gerne nochmal auf so eine Scavenging-Tour mitnehmen. Mal um zu schauen, was man denn so innerhalb so einer Viertelstunde oder so alles finden kann. Werde ich jetzt gleich im Anschluss machen. Hab ja jetzt schon länger nichts mehr aufgenommen. Muss ich mal wieder machen. Ein bisschen für Vorlauf schaffen, sorgen. Vorlauf schaffen, sorgen. Mein Gott, das ist schon wieder eingekackt. Quatsch, total. Ja. Was haben wir jetzt hier? White Fear. Genau. So. Die sind gut, das sind große Bäume. Haben wir ja gesehen. 10 Stämme aus einem Baum. Das ist Opti. Die in der Nähe von der zukünftigen Wand platziert. Ja. So, ich werde an der Stelle werde ich den Part mal kurz unterbrechen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.